erstmal einen leckeren Cappuccino am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Snow Blonde Roast. Ja, nimm Blond. Nee, ich wollte das hier nehmen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Doch. Keine Ahnung. Steht doch da. Dark Espresso oder hier eher sowas hier? Das ist milder. Dann nehme ich Dark. Das ist aber nicht Dark. Das ist jetzt. Das ist. Blond. Das ist Dark. Ach so, okay, dann nehme ich das. Boah. Wieder weiter. So, wir haben jetzt einen kleinen Stopp erstmal eingelegt bei Action. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten kaufen. Tada! Birthday Cake. Ja, Sparkling. Zero. Sparkling. Oh, Sparkling also mit Kohlensäure. Ich dachte eigentlich, es wäre so ein Energy-Drink oder sowas. Aber nee. Don't eat and drink. Warte mal. Don't eat it, drink it. So heißt es. Ach so, okay. Ne? Also ich nicht dachte gerade schon, da wäre vielleicht Alkohol drin oder so. Aber jetzt nicht, dass du das trinkst und Auto fährst. Sir, have you been drinking tonight? Sieht schon echt geil aus. Ne? Also ja. Ich finde die Verpackung auf jeden Fall richtig geil. Live Reaction. Live Reaction. Es riecht. Es könnte auch Energy Giant. Es riecht auf jeden Fall richtig geil. Es riecht richtig, richtig süß schon mal. Ah, du sollst nur riechen. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr süß. Willst du es erst probieren oder soll ich es probieren? Nee, du. Okay. Ja, schmeckt gut. Ja? Ja. Ich würde es mir jetzt vielleicht nicht noch immer unbedingt kaufen, aber ich finde, es schmeckt eigentlich ganz. Es schmeckt wirklich nach Kuchen. Was denn? Ich finde es echt, dass es nach Kuchen schmeckt. Mhm. Also, es ist Zero, es ist also ohne Kalorien. Doch, ich finde, es schmeckt so. Schmeckt so ein bisschen so wie Kuchen mit so einer richtig geilen Zuckerglasur. Ich esse gerne Kuchen und das schmeckt scheiße. Gerade mal ganz kurz einen Abstecher gemacht in so einem Shopping-Outlet. Noch eben schnell eine Tasche geholt. Ja, es ist echt heute richtig, richtig drückend schwül. Ich glaube, irgendwie 27, 28 Grad werden angezeigt. Kommt einem aber auf jeden Fall deutlich, deutlich wärmer vor und drückend, ne, Anja? Ja. Puh. Ja, ich glaube, wir müssen von hier aus, ich glaube, noch ungefähr 7 Stunden oder so fahren. Ich weiß gar nicht, aber werden wir heute Nicht mehr fahren, sind es irgendwie bei Lyon aktuell. Einkaufen müssen wir auch noch. Ich glaube, das machen wir alles noch in Frankreich. Und wir müssen auch noch ein bisschen Bärbel voll tanken. Ich habe nämlich so ein bisschen ausgerechnet. Wir werden wohl nicht mit der Tankfüllung dorthin kommen. In Spanien ist wohl der Diesel 1,49 Euro oder sowas, glaube ich, gesagt. Ne? 1,47 Euro. Und ja, hier in Frankreich gerade richtig, richtig teuer. 2 Euro Diesel. Ist schon echt der absolute Hammer. Ne? Also ist schon sehr, sehr teuer. Ja, aber wir müssen ein bisschen noch tanken. Ich glaube, so um die 20, 25 Liter habe ich, glaube ich, ausgerechnet. Müssten wir, glaube ich, noch tanken, damit wir bis nach Spanien kommen. Ja. Da müssen wir alles noch erledigen. Mal gucken, was wir heute alles davon noch schaffen oder was wir morgen davon machen. Ich würde mal sagen, wir steuern jetzt mal einen Supermarkt an. Ich finde das richtig, richtig geil. Die hat Anja nämlich geholt gehabt, ursprünglich, um die draußen aufzuhängen, wenn wir halt angekommen sind. Aber ich habe zu ihr gesagt, häng das mal hier so vorne hin, dann ist so ein bisschen Licht, wenn es dunkel wird. Ich finde das richtig, richtig gemütlich. Also ich feiere das auf jeden Fall sehr, Anja. Ja, da Sabrina das ja offenbar so gut gefällt, muss ich wahrscheinlich noch 2, 3 andere dafür kaufen. Ja. Damit in ganz Bärbel diese Lichterketten hängen und draußen natürlich auch. So ein richtiges,
so ein richtiges Lichtermobil oder so, keine Ahnung. Aber ich stelle mir das gerade richtig vor, eigentlich wollten wir in die andere Richtung fahren, also nicht Richtung Spanien, sondern wirklich in den Norden. Haben uns aber jetzt doch dazu umentschlossen, also eigentlich habe ich es vorgeschlagen, weil irgendwie kam mir der Sommer so kurz vor. Ich weiß auch nicht, also für uns jetzt persönlich zu kurz vor. Deswegen haben wir gesagt, komm, nehmen wir die Sonne und die Wärme aus dem Süden nochmal ein bisschen mit und verschieben den Norden einfach mal auf einen anderen Monat. Aber ich glaube, da wird sich die Lichterkette auch richtig, richtig gut machen. Wir hatten ja so wenig Sommer dieses Jahr gehabt, Anja. Im Januar die Karibik, ja. Im März, April rum waren wir in Ägypten gewesen und dann waren wir 3 Wochen nochmal hier unten in der Ecke, wo es auch heiß war. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, im Sommerurlaub, also im wirklich richtigen Sommerurlaub, das war definitiv kein Urlaub. Das war für mich gar kein Urlaub, weil wir von einem Lost Place zum anderen gefahren sind, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Wir machen das total gerne und euer Feedback, eure Unterstützung, das treibt einen ja auch irgendwo an. Ne? Also ich finde, das gibt einem schon so richtig, richtig viel, dass man es auch wirklich sehr, sehr gerne macht und trotzdem, wir haben ja auch Spaß an der Sache. Aber man muss wirklich sagen, das war für uns diesmal kein Urlaub. Also es war wirklich mehr Fahrerei als alles andere. Deswegen kommt es einem wahrscheinlich so vor, als hätte man gar keinen Urlaub gehabt. Also 6000 Kilometer im Sommer. 6000 Kilometer. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ne? 6000 Kilometer, unfassbar, ehrlich. Noch 4,5 Stunden zu fahren, 466 Kilometer. Und wir sind jetzt am Rastplatz angekommen. Normalerweise kann man hier überall auch duschen gehen. Jetzt hatten wir hier aber gerade kein Schild gesehen, dass man hier duschen kann. Anja geht bei ihm rein fragen. Das ist einfach das Tolle an den Rastplätzen hier in Frankreich. Man kann ja eigentlich überall duschen. Das fragt Anja zur Sicherheit nochmal nach. Nicht, dass wir jetzt echt noch einen Rastplatz erwischt haben, wo man hier nicht duschen kann. Das wäre natürlich der Oberfail. Wir sind übrigens jetzt kurz vor Montpellier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was übrigens auch richtig, richtig Fail ist, wo wir im Sommer hier schon lang gefahren sind, die Strecke. In Montpellier ist eine Low-Emission-Zone, also Low-Emission-Zone. Da darf man halt nur rein mit einem bestimmten Aufkleber. Den Aufkleber haben wir im Sommer bestellt. Der kam dann auch nach ein paar Wochen per Post bei uns zu Hause an. Aber ihr könnt ja mal raten, wer vergessen hat, diesen Aufkleber auf die Windschutzscheibe zu kleben, ne? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass es nachher Ärger gibt, aber ich habe auch noch zur Not per E-Mail die Bestellung von dem Ganzen, also von diesem Sticker. Der kostet nur ein paar Euro, keine Ahnung, wie teuer der genau war. Zur Not werde ich einfach sagen, das haben wir bislang noch nicht bekommen auf dem Postweg. Komisch. Viele von euch wissen ja, wo wir in England waren. Wir mussten über 300 Euro bezahlen, weil wir durch die Low Emission Zone in London gefahren sind. Und da hatte ich schon Angst gehabt, dass sich das nochmal wiederholt. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, wie ihr seht, sitzen wir schon wieder in Bärbel und sind auf dem Weg Richtung spanische Grenze, die auch jetzt nicht mehr allzu weit entfernt sein sollte. Die Nacht, die war echt sehr, sehr, sehr gut. War sehr ruhig, sehr angenehm, haben sehr gut geschlafen. Und man muss echt sagen, diese französischen Rastplätze, die es hier gibt, die sind einfach gar kein Vergleich zu deutschen Rastplätzen. Die sind einfach so geil. Und ich finde, je südlicher man kommt, desto geiler werden die einfach. Ne? Das ist unfassbar. Eigentlich wollten wir die für euch gerade nochmal filmen, aber irgendwie kam in dem Moment, ich weiß nicht, wie viele Reisebusse an und das ganze Gebäude war komplett voll mit Leuten. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, es gibt einfach alles da. Also es gab Duschen, die umsonst waren. Es gab Toiletten logischerweise. Es gibt Arbeitsplätze da, also sprich, man kann sich da wirklich mit dem Laptop hinsetzen, man hat WLAN, man hat Strom, alles umsonst. Man kann da sein E-Auto aufladen, das muss man glaube ich bezahlen, das weiß ich aber nicht ganz genau, haben wir nicht gemacht. Wir hätten unsere Powerstation da laden können. Es gibt so eine Art Outdoor-Fitnessstudio, es gibt einen Basketballplatz, es gibt Spielplätze, es gibt einfach alles da. Das ist einfach unfassbar. Also es ist gar kein Vergleich mit unseren Rastplätzen. Richtig, richtig geil. Woo! The sunrise, late nights, wishing that this
So Leute, ihr habt es gesehen, wir sind endlich in Spanien angekommen und werden jetzt gleich erstmal eine Tankstelle aufsuchen. Also es kamen jetzt schon, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube fast 10 Stück oder so. Ja, ja. 8 oder 10 Stück kamen jetzt schon wirklich direkt an der Ausfahrt, die wir genommen haben, also direkt nach der Grenze. Der Tank ist super, super leer. Sabrina hat, glaube ich, schon richtig schwitzige Hände, weil ich einfach gesagt habe, nee, wir fahren jetzt nicht hier zu dieser Tankstelle. Guck mal, hier ist 1,75, statt 1,59. Wir fahren jetzt nicht zu dieser Tankstelle hier, weil die eigentlich relativ teuer sind. Also ich weiß, was stand da jetzt gerade nochmal? 1,76 ist natürlich deutlich günstiger als in Frankreich mit 2 Euro oder was es da war. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter reinfahren, wird es auf jeden Fall noch ein bisschen günstiger. Wir haben jetzt noch 8,5 Kilometer. Sabrina sitzt schon echt auf heißen Kohlen. Also ich habe. Sie hat schon echt Angst. Sie hat richtig, richtig Angst. Also ja, sie hat schon Panik. Du kannst definitiv laufen und Grundbenzin holen, also Diesel holen. Ich stehe dann irgendwo hier und mit dem Stuhl raus und werde dann chillen und du kannst schön laufen. Ja, ist okay, dir. Ich hab's verstanden. Also ich muss dann laufen, während sie dann sich hier in der Sonne schön sonnt. Ja, ja. Das schöne Wetter genießen, ja, ne? Was ich mich abräumen kann, ja. Übrigens. Ist ja dann auch meine Schuld. Ich hab's ja dann auch. Aber ich habe ihr auch gesagt, man muss auch sein Auto einfach mal kennenlernen. Und es ist nicht sofort, wenn die Lampe blinkt, musst du nicht sofort eine Tankstelle aus. Und das ist Quatsch. Zur Info für euch, es ging nicht nur die erste Lampe an, dass der Tank leer ist. Nein, es ging gerade noch mal eine Lampe an, plus ein Signalton, dass der Tank jetzt wirklich langsam mal leer ist, ja. Und was ich mal erwähnen will bei der Gelegenheit, wir haben ja letzte Mal in Luxemburg getankt und sind jetzt über 1100 Kilometer durch Frankreich gefahren, also komplett durch Frankreich durch, ohne nochmal nachtanken zu müssen. Finde ich richtig, richtig geil. Und sehr, sehr voll beladen eigentlich, ne? Ja, also. Ja. Sehr, sehr geil, dass wir wirklich über 1000 Kilometer mit Bärbel fahren konnten und erst jetzt hier in Spanien tanken müssen, wo es deutlich, deutlich günstiger ist. Dementsprechend können wir dann auf dem Rückweg hier auch noch mal voll tanken und dann auf jeden Fall komplett durchfahren bis wieder, was weiß ich, Luxemburg, Deutschland, Belgien, keine Ahnung. So Leute, da vorne ist die Tankstelle und die zeigt genau an 1,59 Euro. Was sagst du denn dazu? Ja, es ist günstig. Aber ach, es ist günstig. Und wir haben es sogar noch geschafft mit dem Tank. Das ist ja krass. Sei froh. Ich bin richtig froh, dass wir es geschafft haben. Ja, ich auch. Ich kann es dir gar nicht sagen. Mhm. Also ehrlich. So ein Theater hier, Leute, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Sollen wir irgendwo Oma eben nachtanken? Nee, hat er ja noch nicht angezeigt, oder? Haben ist besser als brauchen, ne? Dann mach das doch bitte. Kostet nur 89 Cent in Blumen, ist günstig. Ist bei uns viel teurer. Wir sind endlich angekommen. Oh, ich kann auch nicht mehr sitzen. Ich habe keinen Bock mehr irgendwie. Ne? Irgendwie waren diese 4 Stunden heute länger als die anderen Stunden zuvor. Ja, es ist richtig heiß. Wie viel Grad? 30 Grad? 30 Grad. Geil. Wir haben jetzt den Plan bekommen und können uns jetzt quasi hier einen Stellplatz aussuchen. Oder hier, die sind etwas kleiner. Die haben einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss, richtig? Genau, ja. Wasser, Strom. Also wir gehen jetzt erstmal von hier, von der Rezeption aus, zu denen und gucken uns dann die, würde ich mal an. Die sind ein bisschen näher am Strand. Ja. Die dafür, ja, ein bisschen irgendwie größer. Abgeschlossen auch, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir gucken uns mal an. Weil der meinte nämlich gerade irgendwie, wir könnten uns die erst nicht angucken. Jetzt hat er aber unsere Ausweise behalten. Und jetzt können wir uns die auch angucken. Warte mal ganz kurz, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber guck dir mal bitte dieses Teil da an. Geil. Wie geil ist das denn? Bringt das Essen raus? Ja. Geil, oder? Da muss auch direkt wieder eine Story machen. Da muss ich direkt mal eine Story machen. Guckt auf jeden Fall gerne mal bei Instagram vorbei. Lost Places Discovery. Also hier ist auf jeden Fall schon mal die Bäckerei. Hier kann man sehr, sehr leckere Sachen kaufen. Ich denke mir morgen früh auch Brot und Brötchen. Die hören hier diese an. Die sehen ja witzig aus. So, vermutlich haben wir unseren Stellplatz jetzt gefunden. Das ist dieser hier, der ist riesengroß. Ne? Also spendet ein bisschen Schatten hier die Palme. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 2:30 oder irgendwie was. Ne? Also auf jeden Fall. 3 sogar. 3:30 schon. Ja, ist auf jeden Fall Mittagshitze. Bisschen Schatten wird hier gespendet. Das ist schon mal ganz gut. Den werden wir auf jeden Fall nehmen, oder? Ja, wir haben uns jetzt noch 2 andere angeguckt, die auch von der
Größe ähnlich sind, aber der eine, der war total schief und der andere, der war laut. Laut, genau. Schon direkt am Pool. Ja. Eigentlich nicht schlecht, aber wir wollen auch ein bisschen Ruhe haben. Wenn wir Action wollen, dann gehen wir halt da hinten hin. Ne? Ja, für mich ist auch sehr zentral gelegen. Toilettenhaus ist direkt hier. Ja. Und vom Preis her geht das voll klar. Die nächsten 3 Tage machten wir einfach nur Urlaub. Bis Anja auf die glorreiche Idee kam, mit dem Fahrrad einen Lost Place zu besuchen. Ganz komisch zu fahren, glaube ich, ne? Ja. Ach du Scheiße. Ja, ist was anderes, ne? Ja, schon. Als E-Bike oder Mountainbike, ne? Ja, genau, das ist das Problem. Und wie lange muss man jetzt fahren? 40 Minuten mit den Fahrrädern? Ja. Ach du Scheiße. Mal die Tasche, ich pack die vorne rein. Ja. Also Leute, ich glaube, wir sind jetzt so ca. 10 Minuten gefahren. Das ist echt der absolute Horror mit diesem Fahrrad. Ist halt was ganz anderes als ein Mountainbike. Ne? Wir fahren ja eigentlich nur Mountainbike, sei es E-Bike oder halt auch ohne Motor. Aber die ganze Umsetzung hier bei dem Fahrrad ist einfach komplett komisch. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt endlich brauchen werden. Eigentlich 40 Minuten. Aber ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch länger als 40 Minuten brauchen. Leute, es gibt doch einfach nichts Schöneres als bei, ja, ich glaube so 25, 26 Grad schön an der Strandpromenade lang zu fahren. Und das fast Mitte Oktober. Also es gibt einfach, glaube ich, echt nichts Geileres. Das ist so, so wunderschön. Ehrlich, es ist richtig, richtig toll. Also ich glaube, das werden wir jetzt ab jetzt öfters machen, dass wir mal so im Oktober Richtung Spanien fahren, weil das Wetter einfach absolut geil ist, ehrlich. Ach Leute, wie soll es auch anders sein? Wir haben uns natürlich verfahren. Wir müssen jetzt immer noch eine halbe Stunde fahren, nachdem wir schon 20 Minuten eigentlich gefahren sind. Es ist einfach scheiße, dass man keine Halterung hier fürs Fahrrad hat, wo man dementsprechend nicht so genau weiß, wo man langfahren muss, obwohl es ja mit der GBL-Box verbunden ist, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, klappt das nicht so ganz. Ja, was soll ich sagen? Einfach mal auf so einer Autobahn / Landstraße mit dem Fahrrad langfahren. Sehr geil. Machen wir jetzt auch nur, weil da hinten die Fahrradfahrer auch hier lang fahren und hier ein relativ großer Seitenstreifen ist. Was meinst du, sollen wir den Fahrrad mit dem Weg da runterfahren? Ja, ich glaube, da wird der auch dahin führen, oder? Ich glaube, wir sind hier auf der Schnellstraße. Ja, habe ich gerade schon. Autobahn, Schnellstraße, Landstraße, eben sowas auf jeden Fall. Super, super gefährlich. So, ihr habt es gesehen, wir sind jetzt von der Schnellstraße runter. Es war einfach viel zu gefährlich und mittendrin, also irgendwo auf der Hälfte der Strecke, fing hier auf einmal ein Radweg an, wo auch immer der jetzt herkam, keine Ahnung. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall dazu entschlossen, nicht mehr über diese Straße zu fahren, weil es einfach viel, viel zu gefährlich ist. Und fahren jetzt hier diesen Umweg über diesen Fahrradweg, der aus dem Nichts kam. Ja. Und gucken wir einfach mal, wo wir da rauskommen. Ich bin auf jeden Fall super, super gespannt und mir ist einfach nur warm. Juhu. Ab geht die wilde Fahrt! Das ist doch mal geil, schöner Fahrtwind. Und da vorne, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist der Freizeitpark, der hier ansässig ist. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. Da muss ich aber noch Sabrina von überzeugen, dass wir da hingehen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Der ist bestimmt richtig geil, ehrlich. Mal diesen Ausblick an. Da hinten kann man richtig gut den Freizeitpark sehen. Aber ich befürchte tatsächlich, dass das dass sich das erstmal erledigt hat. Da brauche ich mit Sabrina nicht drüber sprechen gerade, weil nach dieser Aktion hier mit der Fahrradfahrerei keine vernünftigen Radwege, man kommt nicht mehr richtig zum Ziel hin, hat sich das glaube ich erstmal erledigt. Also mal schauen.
ob wir da noch hinfahren oder nicht. Es bleibt spannend. So Leute, wir sind endlich da. Ey, was für eine Strecke. Kann man sich nicht ausdenken, echt nicht. Echt, also wir sind beide komplett im Arsch. Also ich glaube, die Strecke mit 40 Minuten, die war berechnet für ein E-Bike oder einen Roller, ich keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade noch eine App runtergeladen, um mit dem Fahrrad zu navigieren. Von dem Punkt aus, wo ich die App installiert habe, waren es dann noch 40 Minuten und laut Google Maps nur noch 20, also kompletter Schwachsinn, wirklich. Wir sind auf jeden Fall jetzt endlich angekommen am Lost Place. Das war mal eine Tabakfabrik gewesen, also dementsprechend ist es jetzt eine verlassene Tabakfabrik. Sieht auch wirklich sehr, sehr spannend aus. Anja geht gerade mal eben drüben gucken, ob hier irgendwo ein Zugang ist, weil es sieht auch sehr verschlossen aus. Ich habe auch gerade schon ein Schild gesehen, dass das Ganze hier alarmgesichert ist. Ist wirklich gesichert hier wie eine Festung. Also wie, sieht ein bisschen aus wie ein Schloss, finde ich. Ich muss noch mit dem Fahrrad einmal rumfahren, weil da kannst du einfach gar nicht mal eben so rumlaufen. Ist einfach riesengroß und wirklich gesichert wie so ein Schloss. Ah, guck mal hier, könntest du drüber? Hier ist kein... Ja, das ist halt die andere Frage. Guck mal, sagen wir mit einer Leiter. Hätten wir unsere Teleskopleiter mit, dann... Das wäre zu kurz. Dann wäre die wieder zu kurz, ja, wahrscheinlich. Aber hier könntest du theoretisch drüber. Jetzt sind wir sicherlich den ganzen Weg mit dem Fahrrad komplett umsonst gefahren. Oh Mann, aber es ist echt richtig, richtig groß. Also wirklich sehr, sehr groß. Ich glaube, hier könnte man noch eher runter, weißt du? Wenn du hier zum Beispiel auf die Steine, dann da drauf und dann quasi da hoch, weißt du? Ja, sich da so hochziehen, das stimmt. Aber du weißt ja auch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht, ne? Das stimmt. Das wäre wieder so ein typisches Ding für uns gewesen. Wir klimmen diese hohe Mauer da, schwingen uns darüber, auf der anderen Seite wahrscheinlich so runtergeklatscht oder so, weil es da keinen vernünftigen Abgang gab. Und jetzt guck dir bitte an, wo wir hier stehen. Ach, du glaubst es nicht. Also wären wir genau... Oh, wie witzig. Ja, okay. Also wird schon wieder neu genutzt. Auch wenn nur teilweise. Da hinten ist noch ein Zaun. Ja. Das wäre es echt gewesen, Anja. Direkt neben dem Lost Place gibt es hier ein Shopping Center. Da waren wir jetzt gewesen. Bisschen bummeln, Mittag gegessen. Jetzt gerade noch schnell einen Kaffee getrunken. Ja, Fahrräder da drüben abgeschlossen, leider sind die immer noch nicht geklaut worden. Hätte mich eigentlich sehr darüber gefreut. Heißt für uns, wir können jetzt die ganzen Kilometer wieder zurückfahren. 16 Kilometer sind das laut der Fahrrad-App, die wir jetzt fahren müssen. Ja, werden wir wahrscheinlich über eine Stunde brauchen bei unserem durchschnittlichen Speed von ungefähr 10 km/h oder so. Also man muss schon sagen, der Hinweg, der war schon echt scheiße, ne? Ja. Also anfangs dachte ich, boah, geil, richtig gute Strecke, also war richtig, richtig schön, so am Meer entlang, ne? Richtig gute Fahrradwege. Ja. Und urplötzlich hat es einfach aufgehört, gab es keine Fahrradwege mehr. Da mussten wir, ihr habt es gesehen, an der Schnellstraße entlang fahren, ja, ne? Wo wir dann einfach einen anderen Weg genommen haben, was ja auch eigentlich okay war, ne? Aber dann hinterher ging es dann nochmal, hätten wir nochmal auf der Autobahn fahren sollen. Ne? Ja. Auf der Autobahn fahren sollen. Also totaler Quatsch. Also mussten wir den absoluten Umweg fahren. Also komplett einmal in die andere Richtung und dann komplett durch die Stadt irgendwie. Also es war katastrophal. Wirklich katastrophal. Ultra anstrengend. Also bergauf, bergab. Das Blöde ist auch, dass wir halt keine Handyhalterung an den Fahrrädern haben. Dementsprechend habe ich halt über die Musikbox quasi die Navigation am Laufen. Schiel dann immer noch so ein bisschen auf mein Handy, was im Fahrradkorb liegt, aber ist auch schwierig zu gucken. Aber jetzt mit der Fahrrad-App ist auf jeden Fall deutlich besser gewesen. Google Maps kann man komplett vergessen, haben wir jetzt schon erwähnt. Und mit der Fahrrad-App, wie gesagt, sind 16 Kilometer, werden auf jeden Fall über eine Stunde brauchen. Ziel müssen wir aber nochmal umändern, weil wir nämlich noch zu Lidl wollten. Wir wollen nämlich noch ein paar Getränke kaufen. Und dementsprechend müssen wir so einen kleinen Bogen am Ende der Tour nochmal fahren. Also werden es dann wahrscheinlich wieder so um die 20 Kilometer werden, die wir dann schön in der Hitze fahren. Ich
freue mich. Und so geht es im nächsten Video weiter. Wir beenden unseren Urlaub auf dem Campingplatz und wollen uns einen olympischen Lost Place anschauen. Doch es gibt ein Problem. Und dann bekommen wir auch noch in der Nacht unliebsamen Besuch. Abonniere unseren Kanal, um kein Video zu verpassen.